Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Miknaufs Daily. Ja, was ist da los beim Handyhersteller Samsung? Also ich habe ein Samsung-Handy, aber Gott sei Dank vielleicht noch das alte Modell, das sogenannte S6. Ja, gerade aber beim Galaxy Note 7, was man ja gerade erst frisch auf den Markt gebracht hat, ja, da scheinen tatsächlich die Akkus so gefährdet zu sein, dass sie bei Zeiten sogar in Brand geraten. Ja, daraufhin hat natürlich Samsung sofort eine Rückrufaktion gestartet. Aber selbst die neueren Handys, die man dann ausgeliefert hat als Ersatzhandys, auch die scheinen ein Akkuproblem zu haben. Also das Smartphone-Modell Galaxy S7 wird jetzt komplett vom Markt genommen. Und alleine diese Maßnahme kostet in etwa, wenn die Analysten zusammengerechnet haben, Samsung schon an die 17 Milliarden US-Dollar. Und dementsprechend musste man auch relativ schnell wieder zurückrudern. Und das nicht nur bei den Handys, meine Damen und Herren. Nein, natürlich auch für die Prognosen des dritten Quartals. Dabei hatte man so schöne Prognosen natürlich im Einklang mit einem guten, mit einem sauberen, mit einem stabilen Galaxy Note 7 eingeplant. Aber da muss man sich jetzt ganz klar von den Zahlen wohl verabschieden. Das heißt, die Schätzungen, die man dann letzte Woche noch veröffentlicht hat, die sind jetzt zuerst einmal obsolet. Ja, weiterhin muss man sich natürlich jetzt fragen, wie geht's denn jetzt weiter? Aber die Kunden wollen natürlich Gewissheit haben. Keiner möchte mit einem neuen Handy, einem Galaxy Note S7, dementsprechend dann doch durch die Welt marschieren und dabei vielleicht gefährdet sein können. Wir haben ja zum Teil die Bilder über die Medien, über die Presse gesehen, wo tatsächlich auch in Flugzeugen, wie gesagt, die neueste Generation der Samsung-Handys Feuer gefangen haben. Und da hört natürlich ganz klar der Spaß und das Vergnügen auf. Da ist man und da bleibt man natürlich vorsichtig. Und da will man jetzt Gewissheit haben, genauso wie die Aktionäre Gewissheit um den Markt haben will, will man natürlich Gewissheit haben, was ist da los mit meinem Phone? Da will ich natürlich wissen, gerät das in Brand oder nicht? Und vor allen Dingen, woher könnte das Ganze denn kommen? Ja, Probleme gibt es wohl mit den neuen Batterien. Das ist das, was man so mittlerweile mitbekommen haben. Früher hat das die Samsung-Firma SDI gemacht, diese Batterien. Da hat man sich wohl jetzt von verabschiedet und hat wohl eine chinesische Firma mit dem Namen Amperex reingenommen. Amperex Technology. Und da scheinen tatsächlich dann doch die Akkus, die Batterien nicht ganz einwandfrei zu sein, wenn sie schon dementsprechend dann halt eben das Brennen anfangen. Aber wie könnte jetzt der weitere Plan sein? Wir wissen ja, großer Konkurrent Apple, da schläft man ja nicht, da hat man ja nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum fürs iPhone. Da wird sich Apple ganz bestimmt was einfallen lassen müssen. Naja, und die Analysten respektive die Marktteilnehmer, aber halt eben auch verschiedene Fondsmanager gehen jetzt davon aus, dass halt eben Samsung, wenn man jetzt schon das Note 7 komplett vom Markt nimmt, relativ schnell mit dem Galaxy S8 aufwarten wird. Da muss man natürlich jetzt ganz klar natürlich auch überprüfen, ob denn halt eben die Technologie, vor allen Dingen halt eben dementsprechend die Akkus dann auch das halten, was sie dementsprechend auch versprechen. Das heißt also, es könnte dann jetzt relativ schnell Samsung mit der Premium-Reihe S, dem S8, auf den Markt kommen, um halt eben die Scharte auszuwetzen, die man halt eben beim Note 7 jetzt dementsprechend hat. Aber wir haben natürlich auch andere Android-Hersteller und die könnten davon ganz klar profitieren. Natürlich nicht nur der große Wettbewerber Apple, nein, LG Electronics oder auch Alphabet könnte natürlich ganz klar halt eben hier durch den Fehler bei Samsung, durch den Fehler der Koreaner natürlich ihr Plus rausziehen. Und vor allen Dingen haben wir ja noch andere Hersteller, die in der Technologie gar nicht schlecht aufgestellt sind, wie zum Beispiel Huawei, Vivo oder gar Oppo. Also da gibt es natürlich ganz klar auch Alternativen zu. Dementsprechend wird sich Samsung dann jetzt relativ schnell etwas einfallen lassen müssen. Und wenn wir auf den Aktienkurs schauen, ja, der ist natürlich ganz massiv unter Druck geraten. Da ist tatsächlich der Kurs dann auch ordentlich nach unten gepurzelt. Und die Aktie ist ja bei Zeiten nicht billig. Also das hat schon mal richtig Kraft, richtig Geld gekostet, richtig Marktkapitalisierung gekostet. Und dazu, wie gesagt, noch die Kosten der Rückrufaktion. Also da wird man sich jetzt bei Samsung tatsächlich etwas einfallen lassen müssen. Darf man halt eben dementsprechend drauf gespannt sein oder, naja, wenn man jetzt zu viel Ängste und Befürchtungen hat, dann muss man halt eben von Samsung entweder auf Apple, Huawei, Vivo oder
Oppo wechseln. Das bleibt natürlich dementsprechend dann Ihnen überlassen. Aber wie gesagt, ich denke, dass Samsung da relativ schnell halt eben wieder einsteigen wird, um halt eben dann ganz klar seinen Kunden halt eben auch ein vernünftiges, ein sauberes, ein stabiles und vor allen Dingen kein brennbares Handy zu liefern. Ja, das war soweit Mick Knauf hier von der Börse. Mein Daily, bleiben Sie mir und der Börse dementsprechend gewogen.